With that being said, I'd like to introduce our next speaker for this evening. So she is a medical biotechnologist with a PhD in cancer research. So Willkommensübersetzung von ausgeweiter DNA-Analyse. Ich bin Shanks und ich bin Efrona. Viel Spaß beim Talk und, auf dem 34. Willkommen. Chaos Communication Congress. Well, thank you. Okay, vielen Dank, dass ich hier sein darf. And for the kind introduction. Und für die nette Einführung, kurz zu mir. Ich bin ein Biologe, ich habe einen Bachelor darin in der Krebsforschung und mittlerweile bin ich ein Consultant. Ich bin außerdem eine Wissenschaftskommunikatorin. Das ist eigentlich nichts, was mit meinem Tagesberuf zu tun hat. Und ich möchte über DNA reden. Ihr habt sicher schon davon gehört. Es stört unsere biologischen Informationen, also unsere Daten. Es ist ein anderer Code, als die meisten von euch vielleicht kennen. Es ist aus vier Basen gemacht. Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, die normalerweise ATGC kurz geschrieben werden. Und wie ihr auf dem Bild sehen könnt, ist das Adenin immer mit dem Thymin verbunden und das Guanin immer mit dem Cytosin und umgekehrt. Also ihr habt zwei negative und eine Duplikation des Codes. Und es gibt kodierende und nicht kodierende DNA. Die kodierende DNA sind eigentlich Gene, also all das, was man sozusagen wirklich in der Expression sehen kann, also wie du aussiehst und was dein Körper kann. Und die non-coding DNA, also das, was nicht kodiert, das ist kein Gen. Und ihr habt vielleicht auch gehört, dass DNA als Beweis für Straftaten genommen wird, wobei 99,9% unserer DNA für Menschen gleich ist, was gut ist, weil sonst wären wir alle Mutanten. 0,1% sind anders und unterscheiden sich von Person zu Person. Und in 1984 hat Alex Jeffrey das DNA-Profiling erfunden, wo er verstanden hat, dass man dieses eine 0,1% benutzen kann, um Menschen zu identifizieren. Es ist möglich, das Profil einer Person mit dem einer anderen Person zu vergleichen und das kann außerdem auch benutzt werden, um Verwandte oder sowas zu finden. Oft wird das als DNA-Fingerabdruck bezeichnet. Aber was das eigentlich bedeutet ist, dass man nach kurzen Tandem-Wiederholungen schaut, also STRs. Und diese STRs sind sich wiederholende Sequenzen außerhalb von Genen. Also die haben nichts mit den Genen, also mit dem zu tun, wie wir wirklich sind als Menschen, wie wir aufgebaut sind. Es gibt viele STRs mit vielen verschiedenen Längen, die vererbt werden und das Pattern, also die Reihenfolge von dem unterscheidet sich von Person zu Person. Und das schaut im Prinzip so aus. Es gibt zum Beispiel dann etwas, das als CTA 5 oder 6 Times oder 9-mal wiederholt. Und die Anzahl der Wiederholungen ist das, was sich unterscheidet. Wenn man auf die Gene schaut, das würde dann zum Beispiel so aussehen. Und dann im Prinzip zählt man einfach nur die Wiederholungen. Also jede Box hier ist eine Wiederholung. Also manchmal ist es ähnlich, also dieselbe, manchmal hast du unterschiedliche Nummern. Und was macht man, um jetzt daraus so einen Fingerabdruck zu bekommen? Also zuerst wird die DNA isoliert von einer Straftatsstelle. Das wird dann simplifiziert und dann wird es verstärkt und dann kann man sie trennen, denn die verschiedene Anzahl von Wiederholungen sorgen dafür, dass eine unterschiedliche Anzahl an Signalen kommt. Und das macht man mit 16 von diesen und dann bekommt man ein Profil, das ungefähr so aussieht, was du vielleicht schon mal in einer Fernsehserie gesehen hast oder so. Und was ich gesagt habe, ist, dass der DNA-Fingerabdruck nicht wirklich zeigt, wie du aussiehst. Aber, weil die außerhalb der Gene sind. Trotzdem, wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir Chromosome und auf diesen Chromosomen, also zwei von denen, sind die sogenannten Sexchromosome, also Geschlechtschromosome, die werden X und Y genannt. Und man kann diese identifizieren mithilfe der, ich kenne das Wort leider nicht, und seit 2000,
Vieh auf jeden Fall können wir damit das, das Geschlechtschromosom einer Person identifizieren, weil das ist nämlich 6 Basen kürzer, aber das ist nicht immer akkurat. Und das ist das, wie so ein Fingerabdruck dann aussieht für den Wissenschaftler. Das ist ein Elektropharogramm, im Prinzip einfach nur Messungen von diesen Bändern, die ihr gerade gesehen habt. Und ihr könnt auch sehen, auf der unteren linkeren Seite ist das X-Chromosom-Peak. Und ihr seht, es gibt keinen Y-Chromosom-Peak, also dieses Chromosom hat diese Person hat 2 X-Chromosome. Und das ist einfach nur die Art und Weise, wie man jemanden identifiziert. Aber es zeigt nicht viel über die Person außer den Geschlechtschromosomen, wo man das Geschlecht identifizieren kann. In 2016 gab es einen Vergewaltigungsfall in Freiburg, also eigentlich einen Vergewaltigungs- und Mordstraftat, wo Maria L. In Baden-Württemberg vergewaltigt und ermordet wurde. Und nach einer langen Suche haben sie ein Haar gefunden, das in einem Gebüsch war. Das war 18,5 cm lang und das war blondiert. Und anhand von dessen wurde ein Suspekt, es wurde in einer Bahn auf einem Überwachungsvideo eine Person gefunden, deren Haarstyle diesem Haar gepasst hat. Und dann wurde jemand gefangen genommen, das war ein Flüchtling, und der hat dann gestanden, dass er die Straftat begangen hat. Und danach hat die Polizei gesagt, dass sie mit erweiterter DNA-Analyse den Mörder viel früher hätten finden können. Aber was ist diese erweiterte DNA-Analyse? Es gibt jetzt ein neues Gesetz, das kommen wird. Also es ist noch nicht da, aber es wurde von Baden-Württemberg vorgeschlagen, was aktuell von den Grünen regiert wird, und von Bayern, was von den Konservativen regiert wird. Und die wollen aus der DNA mehr Informationen von uns ziehen. Also sie wollen sozusagen an die Augenfarbe, die Haarfarbe und die Hautfarbe und auf das biologische Alter hinaus. Und die Konservativen wollen außerdem auf die biogenetische Herkunft der Person schauen, die anhand der DNA bekommen werden kann. Das ist im Prinzip nur ein Synonym für Ethnie, oder manche würden auch sagen für, in Anführungszeichen, Rasse. Und dieses Gesetz für die erweiterte DNA-Analyse wird auch immer wieder als das DNA-Gesichtskomposit bezeichnet, aber in wissenschaftlichen Begriffen wird das DNA-Phänotypisierung bezeichnet. Das heißt, dass man auf Gene schaut, die definieren, wie man aussieht, also bestimmte Charakteristika einer Person identifizierbar machen, nur anhand der DNA. So, was man hier macht, ist, dass man für einzelne Veränderungen in der DNA einer Person schaut. Diese Snippets, so heißt man das, nennt man das, sind im Prinzip einfach nur einzelne Mutationen einzelner Basen, zum Beispiel hier dieses A und das C. Und die können überall in der DNA vorkommen. Und mit genomweiten Untersuchungen kann man solche Snips mit Phänotypen verbinden. Also manche Leute haben, also die da ein C haben oder da ein A haben, sehen halt anders aus als Leute, die dann das andere da haben. Aber diese Snips müssen nicht unbedingt kausal sein. Sie können auch nur eine Korrelation sein, also eine statistische Korrelation und nichts weiter. Und das sieht dann ungefähr so aus. In unserer Grafik, wenn ihr zum Beispiel denselben Snip da habt und dann für jede Person aber einen anderen dort, oder für jede Person, die beiden ersten haben es da und der dritte hat es dort. Aber in den Genen könnte man zum Beispiel anhand der Snips ausmachen, dass diese Person blonde Haare hat, diese braune Person braune Haare hat und dass die weiße Person rote Haare hat. Oder die blauen Augen von der ersten Person, die braunen Augen von der zweiten Person und die grünen Augen von der dritten Person. Snip-Analyse wird so gemacht. Man schaut sich an, ob man eine bekannte Sequenz findet, und dann markiert man Basen und dann schaut man einfach nach, welche Base das ist. Das kann man mit Next-Generation Sequenzierung machen. Das ist eine sehr neue Technik. Man kann da viele Snip-Analysen machen. Also man kann gleichzeitig mehrere Snip-Analysen machen. Das ist sehr schnell. Und es gibt einem eine statistische Korrelation, welche Person welche Snips hat.
and looks like what? And, wie schaut das jetzt aus? Vielleicht kann man bald das ganze Genom sequenzieren und die Basen finden, die mutiert wurden. Die Genauigkeit, wenn man für die biogeografische Vorfahren anschaut, kann man kontinental bis zu 99% rausfinden, ob du zum Beispiel europäisch oder afrikanisch oder uramerikanisch bist. Was man aber dann zum Beispiel manchmal aus den Medien bekommst, ist 20% Spanisch oder 20% Türkisch. Das ist zu kompliziert, das funktioniert nicht. Aber zum Beispiel Haarfarbe kann man mit einer Genauigkeit von 70-90% herausfinden. Also bis 70-90% wird das Ergebnis korrekt sein. Augenfarbe, blau oder braun wird über 90% korrekt sein. Zwischenfarben werden ungefähr 70% korrekt sein. Und Hautfarbe wird ungefähr 80-90% korrekt, von den Fällen korrekt sein. Wir schauen das jetzt ein bisschen genauer an. Hier haben wir ein paar Resultate von einem Paper von Kaiser und anderen. Und wie man hier sieht, es war sie nicht ganz, also die Augenfarbe ist nicht ganz sicher, es ist irgendwas zwischen braun und schwarz. Aber zum Beispiel die Hautfarbe wurde korrekt vorhergesagt mit ungefähr 80% Genauigkeit. Und die Unterschiede zwischen blauen und braunen Augen wurden auch mit 90% Genauigkeit vorhergesagt. Für die braune Person hier hatte man ungefähr 66% Chance auf braunes Haar. Es hätte auch schwarz oder blond sein können. Hell oder dunkel ist, war nicht ganz klar, es war ungefähr 50-50. Und für die braunen Augen war ungefähr 70% Genauigkeit. Diese blonde Person da unten hat ungefähr 62% Chance auf blondes Haar gehabt, also Genauigkeit. Über 90%, 97% Chance auf helle Haut und 95% Chance auf blaue Augen. Also das war sehr akkurat. Und die rothaarige Person hier hatte 92% Chance auf rotes Haar, aber die Hautfarbe war ungefähr 50-50, also sehr gefährlich hier Schlüsse zu ziehen, weil das eine höher ist als das andere. Und für die Augen war dann nur 46% Gewissheit hier für braune Augen. Und man kann jetzt das biologische Alter feststellen, indem man das DNA-Methylations-Pattern findet. Und das macht man durch altersspezifische CpG-Inseln. Diese Inseln sind letztendlich einfach nur Wiederholungen von G und C in einem Gen, also Regionen, in denen die sehr oft vorkommen. Und die können regulieren, wie oft ein Gen abgelesen wird. Wenn ein Gen zum Beispiel später in euren Aussehen ist. Und das sieht dann ungefähr so aus, dass man eine ältere Person oben hat, die einige methylierte CpG-Islands hat, also diese Region. Aber eine jüngere Person, die das nicht hat, also keine altersbedingten Methylierungen, und jemand mit mittlerem Alter, der teilweise methylierte Regionen hat. Das kann man analysieren, und also zum Beispiel mit einer chemischen Behandlung der DNA, wenn die DNA methyliert ist, mit einem Zytosin, das wird dann behandelt und dann gibt man eine Veränderung der Base, wenn es methyliert war, und dann wird es zu Uracil, und dann kann man es sequenzieren und kann schauen, wie sehr es sich verändert hat. Die Genauigkeit dabei, also es ist ungefähr ein Fehler von 3 bis 5 Jahren, aber manche Ergebnisse haben bis zu 20 Jahre Fehler, und da werden manche Krankheiten gefunden, zum Beispiel sowas wie Krebs oder Anämie. Außerdem ist es ein Problem, weil das Biologiestoffteil abhängig ist. Wenn du zum Beispiel eine Vermischung von verschiedenen Geweben hast,
dann kann das ungenauer werden. So, also was beworben wird, wenn du den Begriff DNA-Komposition hörst, dann ist das eigentlich diese Komposition. Aber das ist eigentlich das, was die Leute zuerst glauben. Aber das, was die Realität ist, ist eigentlich mehr etwas, das so aussieht. Und vielleicht hast du noch ungefähr das Alter von den Personen. Und vielleicht dann hast du... Und jetzt hätte ich gerne, dass ihr einmal rumschaut und euch anschaut, wie viele von diesen, von den Leuten um euch herum auf dieses Profil zutreffen. Also das ist eigentlich nur eine Annäherung des Phänotyps. Wie ihr euch vielleicht erinnert oder wisst, die DNA muss nicht dem Phänotyp entsprechen. Also Menschen, die schwarze Haare haben, in jungen Jahren können mittlerweile graue Haare haben. Manche Leute können auch mit schwarzen Haaren geboren werden und können dann später mit einer anderen Hautfarbe erscheinen. Und manche Leute können manchmal ein XY-Chromosom haben, aber trotzdem weiblich sein. Und andere Faktoren können zum Beispiel sein, dass Kinder, die blonde Haare haben und älter werden, dann dunkelhaarige Erwachsene werden. Oder das Färben der Haare ist auch sehr einfach. Und Pink ist natürlich nicht in unseren Genen. Außerdem auch das Vermischen der Herkunft. Also wenn man zum Beispiel Ahnen aus verschiedenen Kontinenten hat, ist auch oft ein Problem, um die Ancestry, also die Historie eines Menschen zu bestimmen. Es gibt noch mehr Probleme mit dem Phänotypen bestimmen. Und das erste ethische Problem ist zum Beispiel das Umdrehen des Verdachts. Also die Polizei muss normalerweise beweisen, dass du schuldig bist. Aber wenn du ein Suspekt bist, also wenn du jemand bist, der verdächtigt wird, einfach nur, weil du so aussiehst, mit der erweiterten DNA-Analyse wirst du also eine wirst du jemand, der nicht verdächtigt wird, aber trotzdem interessant ist. Und du wirst auf eine gewisse Art und Weise mit der Straftat verbunden, obwohl du irgendetwas getan hast auf Grundlage dessen. Und jetzt musst du beweisen, dass du unschuldig bist. Victor Thom, ein Sozialwissenschaftler aus Frankfurt, hat gesagt, dass dass Leute sich selbst verteidigen müssen, nur weil sie identifiziert werden und passen, ist... ich kann den Code nicht übersetzen. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die man hier sieht, wegen forensischem DNA-Phänotypisierung. Und ganz oft soll Wissenschaft halt gleich Fakten sein. Und DNA ist in ein unvoreingenommener Zeuge, der basierend ist auf Wissenschaft und auf Fakten, aber man hat nur eine Schätzung, wie Leute ungefähr aussehen. Und deswegen muss das interpretiert werden von einem Menschen und deswegen gibt es da vielleicht eine Voreingenommenheit. Und der ganz wichtige Bias ist die Confirmation Bias. Jeder von uns, unabhängig davon, wie er sich fühlt oder denkt, ist dazu geneigt, Fehler zu machen. Einfach nur auf der Grundlage, von dem wir unser Gehirn denkt, weil unser Hirn eher davon ausgeht, dass wir positiv denken als negativ. Also wenn wir etwas erwarten, das positiv ist, dann erwarten wir, dass es eher positiv ist. Und wenn wir so selektiv dann Sachen anschauen und uns sozusagen nicht mit den widersprechlichen Informationen beschäftigen, ohne dass wir das aktiv wollen. Und wir haben einen Positivitätsbias, also einen Fehler, dass wir zu positiv denken. Oder wenn wir schon mal etwas davor gehört haben, dann macht das trotzdem keinen Sinn, aber so funktioniert unser Gehirn. Und daher ist DNA-Analyse, also ist DNA kein unverfälschter Zeuge. Außerdem gibt es dann noch Privatsphäre. Die Hypothese ist, dass nur offensichtlich sichtbare Sachen, die gesehen werden können, nicht privat sind. Doch das Aussehen übereinstimmt nicht mit der statistischen Korrelation. Außerdem ein Zeuge, der dein Aussehen gesehen hat, dann hat man da viel mehr Kontext dazu. Also sowas wie, die Person ist dann von der Szene geflüchtet, ist da halt dann relevant.
Gene und Aussehen werden uns immer mehr über Leute sagen, als wir fragen. Und am wichtigsten ist vielleicht Hautfarbe. Also heller Skin ist, helle Haut ist viel eher anfällig für Krebs, oder dunkelhäutige Leute haben eine höhere Chance für Herzkrankheiten. Außerdem ist Alter sehr abhängig von Krankheitsfaktoren. Als nächstes würde ich über Diskriminierung reden. Wenn man die Definition anschaut, dann macht forensisch DNA-Phänotypisierung diskriminiert Leute von anderen Ethnizitäten. Die relevante Verdachtsgruppe wird hier immer einem Großteil der Bevölkerung aussieht, dann gibt es immer einen viel zu großen Pool von möglichen Verdächtigen. Das könnte dann zu mehr Hassstraftaten führen. Es müsste also sozusagen geheim gehalten werden, und es müsste sozusagen darauf geachtet werden, dass nicht ganze Populationen stigmatisiert werden. Und deswegen ist die Debatte dabei immer sehr emotional, denn das forensische DNA-Phänotypen wurde nach diesem Vergewaltigungsfall gefordert. Und die ersten Leute, die das gefordert haben, waren rechte Extremistengruppen. Und dieses neue Gesetz würde aber wahrscheinlich trotzdem nicht der Untersuchung geholfen haben, denn der Täter hatte sehr stark gefärbte Haare, und das war der Grund, wieso er auf der Kamera identifiziert wurde. Die Aussichten für DNA-Analyse, sie wird immer genauer. Also Leute versuchen, die Körpergröße, die Statur, Haarverlust, die Haarstruktur und die Gesichtsstruktur aufgrund der DNA herauszubestimmen. Und man kann dann auf dem Bild Annäherungen von Gesichtsstrukturen abhängig von SNP-Analyse sehen. Also erweiterte DNA-Analyse sind genweite Studien, die benutzt werden, um das Aussehen, das Alter, die biologische Herkunft und vielleicht noch viel mehr zu identifizieren benutzt. Aber es wird nicht wirklich dazu benutzt, um die Person zu identifizieren, sondern es ist nur eine Annäherung an das zu haben, was sie aussehen. Aber es wird diskriminiert sein, und das wird auch Minderheiten betreffen. Und da es voreingenommen ist, kann es immer in die falsche Richtung führen. Was müssen wir jetzt als nächstes tun? Forensic DNA Phänotypisierung wird kommen. Man sollte es nur als letzte Methode anwenden, wenn alles andere nicht geklappt hat. Es muss privat sein, damit es keine Hassverbrechen gibt wegen der Nachforschung. Und man muss Vorkehrungen finden, um Confirmation Bias zu vermeiden. Denn niemand ist unfehlbar, niemand ist unvoreingenommen, und jede falsche Verurteilung oder von einem Opfer lässt den wirklichen Täter unverfolgt. Okay, zurück zu dem neuen Gesetz. Unser Minister des Innenministeriums hat gesagt, dass er dieses Gesetz unterstützt in einem Security Package, wie er es nennt. Und Herbert Reul, der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, hat gesagt, keiner kann verstehen, wieso unsere forensischen Wissenschaftler so präzise Gesichtskompositionen von Leuten erstellen können, auf Grundlage von so wenig DNA, aber unsere Polizei es nicht benutzen darf. Vielleicht versteht ihr jetzt. Ich möchte mich bedanken, vielmals bedanken für eure Aufmerksamkeit, und wenn ihr noch mehr über mich wissen wollt, dann könnt ihr mich auf meiner Webseite finden, und wenn ihr mehr über forensische DNA-Phänotypisierung und die Probleme damit finden wollt, könnt ihr Veronika und Frau Professor Anna Lippert in der Universität in Freiburg finden, das ist deren Website, und ich bin jetzt offen für Fragen.
So, thank you very much for an interesting talk. If you have any questions, there are two microphones on each of the aisles. And first question. Thank you for the talk. First question from microphone number 4, please. Ich wollte dich gerne fragen, wie rein das DNA, die DNA sein muss, um das machen zu können. Es muss sehr sauber sein, denn ich bin mir nicht sicher, wie einfach man da Leute voneinander trennen kann. Also es sollte, zum Beispiel, wenn man von einer Vergewaltigung die Vermischung mit der DNA des Opfers hat, dann ist das relativ schwer, das rauszubekommen. Aber man kann das kontrollieren, weil man es kontrollieren kann, also vergleichen kann mit der DNA des Opfers. Und dann kann es ein bisschen besser getan werden. Eine Frage vom Internet, bitte. Das Internet will wissen, was deine Meinung ist darüber, DNA-Fingerabdrücke zu benutzen, um Personen in Publik zu identifizieren auf einem verteilten Kommunikationssystem. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Vielleicht kannst du die Personen im Internet fragen, oder kannst du einfach mich auf meinem Blog fragen, schreib mir eine E-Mail oder so. Wir benutzen das, also es ist noch nicht wirklich absehbar oder wirklich gut vorstellbar, wie man das aktuell umsetzen könnte, weil man müsste da ja jemanden haben, der das für dich in einem bestimmten Labor unter bestimmten Bedingungen machen kann. Und wenn man DNA von jemand anderem an deinen Fingern hat, wenn du von dir DNA an anderen Personen an deinen Fingern hast, dann könnte es sein, dass die Identifizierung nicht mehr funktioniert. Das wäre das, worüber ich nachdenken würde. Mikrofon Nummer 2, bitte. Danke für deinen tollen Vortrag. Die Frage ist, es erscheint ein großer Unterschied zu sein, wie das von der Wissenschaft aussieht, wie man diese Technologie benutzen soll und wie die Politiker denken, dass man diese Technologie benutzen soll. Und dieser Konflikt kann nur von den Wissenschaftlern gegen die Politiker bekämpft werden. Also die Frage ist, wenn die Politiker sagen, wir sollten es jetzt benutzen und es ist so sicher und unvoreingenommen, gibt es da eine Bewegung, die sagt, dass Politiker einfach nur Blödsinn reden? Also das ist im Prinzip das, was die beiden Damen da sagen würden, weil sie sagen, dass man da auf jeden Fall Bewusstsein für das Problem schaffen muss. Und ich würde nie sagen, also ich würde sowas wie die nie sagen, aber es gibt ja auch Wissenschaftler, die Sachen vorschlagen, die sagen, man soll das benutzen, um eben in der forensischen Untersuchung zu helfen, denn viele von uns Wissenschaftlern sind sehr, wir schauen auf die Welt nicht, als viele andere Menschen das tun. Wir denken, es sind ja nur Daten, das ist ja nur eine Annäherung. Leute wissen ja, dass es nur eine Annäherung ist. Und wir würden also denken, also wenn das die DNA einer blondierten Person ist, dann würden sie vielleicht nur auf blonde Leute mehr achten. Aber wenn es eine braune Person ist, also braunhaarige Person ist, die sehr verbunden ist mit der Person in Frage, dann würde man vielleicht da Aufmerksamkeit schauen, auch wenn die DNA-Analyse etwas anderes gesagt hat. Nur weil Wissenschaftler wissen, dass die DNA falsch liegen kann. Ich sage nicht, dass es nicht auch andere Menschen gibt, die glauben, dass es uns in in die falsche Richtung bringen kann, auch in der Polizei. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass Menschen sich eher dahin wenden, wo die Forschung sie führt. Und wenn die Forschung nicht so präzise war an diesem Punkt, dann wird das in diesem Fall nicht wirklich funktionieren. Nummer 3, bitte. Danke für deinen Vortrag. Ich habe mich einfach gewundert, wenn man ein Profil macht, mit zum Beispiel den Eigenschaften Haarfarbe, Hautfarbe, Eigenfarbe. Und jede von diesen Features hat so eine Wahrscheinlichkeit, korrekt zu sein. Und dann multipliziert man diese ganzen Wahrscheinlichkeiten. Und dann hat man am Ende eine viel kleinere Zahl, dass das ganze Profil richtig ist, also sagen wir 20% oder 30%. Und ich habe mich gewundert, ob es irgendwelche Ideen gibt, wie diese Methode in der Praxis benutzt werden kann, in der Polizeiarbeit zum Beispiel. Und auf der anderen Hand, welchen Wert sollte dieses Profil im Vorgericht haben? Die Frage für den Wert im Gericht ist,
nicht, also es ist nicht wirklich im Gericht nützlich. Also nicht, es identifiziert dich nicht. Es ist vielleicht für die Untersuchung notwendig. Also sehr am Anfang, wenn man erstmal sozusagen grundlegend überlegt, wer könnte verantwortlich sein. Aber am Ende hätte man natürlich noch immer das DNA, den DNA-Fingerabdruck, den man vergleichen kann. Und dann, wenn das dann nicht passt, dann kann diese Person wieder gehen, hoffentlich. Und das Vergleichen der Wahrscheinlichkeiten hier oder das Multiplizieren, fokussierst da nur mehr auf etwas. Du bist niemals in der Lage, auf nur zwei Personen oder so das Ganze herunterzubrechen. Also dann einfach nur einen von denen auswählen oder sie dann zu untersuchen, das wird nicht funktionieren. Also ich wäre da sehr vorsichtig, die einfach nur zu multiplizieren, die Wahrscheinlichkeiten. Und noch eine letzte Frage. Applaus für Sie, bitte.